Jo, Essen, Essen, Essen. 100 Stück, das reicht nicht mehr. Holz weg und noch einmal dich erforschen. Jo. Das hier sieht okay aus. Das hier sieht zu wenig aus, weil keine Schwefelsäure kommt, weil kein Schwefel kommt, weil kein Petroleumgas kommt. Warum kommt kein Petroleumgas? Weil die Tanks leer sind, weil Plastik hergestellt wird? Nö. Ja, doch. Beschränkt das mal so. Damit das Petroleum nicht mehr hier verbraucht wird, sondern quasi weitergereicht wird. Dennoch könnten wir das hier ein wenig schneller gestalten. Fehlt trotzdem das Öl. Also mach bitte nimm. Davon nochmal ein paar. Stopf die hier rein. Habe ich noch genug für einen Pumpcheck? Nö, dafür fehlt Eisen. Eisen sollte doch hier irgendwo sein. Dum, dum. Nein, F. F, 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 F. Ja. Könnte reichen für einen Pumpcheck allemal. Gut, die abbrechen. Klick, klick, klick. Und du bist, glaube ich, problematisch. Ja, das geht nämlich da gar nicht. So? Probier mal so. Dich dahin. Warum gehst du jetzt schon wieder nicht? Aha, okay. Ja. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Du. Da runter, da hoch. Und dich setzen wir mal ein Feld hoch. Dich setzen wir. Du bist der Falsche. Dahin. Alles gut? Ah, alles gut. Okay. Dich damit verbinden und dich mit nicht vorhandenen Speedmodulen ausrüsten. Aber ich denke, das sollte jetzt schon fast durchgehend laufen, oder? Ja. Sehr gut. Das heißt, wir haben auch mehr Schwefel, also haben wir auch mehr Schwefelsäure, also haben wir auch mehr Batterien und damit kann ich Roboter bauen und anderes Gedöns. Ja, damit. Schön. Der eine arme kleine Roboter ist immer noch rumfliegen. Nee, ich glaube, der hat aufgegeben. Gut, ich sollte mich jetzt aber nicht schon wieder ablenken lassen. Ich tappe jetzt runter und plane die Schmelzanlage. Eine riesige, riesige Schmelzanlage. Noch mehr Essenszeug. Nö. Bessere Rüstung. Hä? Das hier könnte... Ne, müsste ich alles denn von Hand in das andere Ding da reinschmeißen. Logistikroboter. Ja, kostet fast nichts. Mach. So, ihr habt alle keine Kohle. Das ist nicht gut. Ich muss mal hier ein wenig expandieren. So. Könnte Strom... Ja... Könnte vom Strom her ein Problem sein, aber dadurch, dass jetzt mehr Kohle kommt, sollte auch mehr Strom generiert werden. Dadurch haben wir wieder weniger Probleme. Das macht alles Sinn, irgendwie. Allerdings wurde auch schon vorgeschlagen, dass ich doch auf Fuelblocks umsteigen könnte, / sollte. Und das klingt echt gut. Weil hier Leichtöl und Schweröl... Momentan ist ja noch Napalm, aber ich werde Napalm nicht ewig nutzen. Ich sollte eigentlich auf dies hier umsteigen. Auf Advanced Oil Processing, damit wir dieses bessere Splitten haben. Und auch das bessere Herstellen hier, damit mehr von dem Petroleumgas hergestellt wird. Und dann aus Schweröl und Leichtöl für Blocks machen. Ja, 3 Schuss vom Sniper-Ding. Was wurde vernichtet? Ein Ärmchen. Okay, ich muss jetzt also einfach nur irgendwo eine gelbe Kiste hinstellen. Da. Wo ist der Robot? Da ist der Robot. Eine gelbe Kiste in dieses Robots. Und da tue ich rein. Gelbe Ärmchen, blaue Ärmchen. Und theoretisch alles einmal. Ich tue mal davon ein paar hin. Gehen wir mal die normalen Türme.
damit irgendwas, sobald irgendwas vernichtet wird, dass es dann sofort reingesetzt wird. Also kriegst du auch Depots und Depots und Mauerstücke. Kisten und Überlanddinger und alles mögliche, was mir gerade so einfällt. Oh, genau, hier. Boiler sind wichtig und die Wasserpumpen, die werden andauernd vernichtet. Da. Das heißt, jetzt würde sogar Sinn machen, solche Sachen auch zu automatisieren, damit sie einfach nur automatisch wieder aufgestellt werden, wenn was kaputt geht. Was aber auch bedeutet, dass ich die ganzen Sachen nochmal haben muss, weil ich brauche es ja wieder im Inventar. So, 10 Türme schießen, nichts kommt dran, das ist gut. Das hatten wir alles gemacht. Kann ich jetzt... Was? 30 Stück. Kann ich jetzt bitte nach unten gehen und mich um die eigentliche Sache kümmern? Warte mal, du... Hier eine Holzkiste. Mach die mir bitte voll mit Fließbändern, das wäre echt toll. Okay. Oh, übrigens, ich habe den Landfill-Mod installiert, wie ihr sehen könnt. Primär, weil die ganzen kleinen Seen schon auf den Senkel gehen. Und weil ich gerne die Grenzen schön eckig haben will, ohne die Lücken. Zumal die Lücken echt tödlich jetzt sind bei Hercurio. Da ja die Viecher drüber schwimmen können, aber wir keine Gelegenheit haben, da Mauern zu setzen. Weiß gar nicht, unfair ist. Naja, deswegen ist auch der Mod da. Du, da. Hier wollte ich die mal setzen. Nicht da. Da, bis ich hier einen Ausgang habe. So, Schmelzanlage. Ich wollte die Schmelzanlage hier irgendwo hinsetzen. Das heißt, wir bräuchten den Crusher. Erstmal baue ich das. Ich baue es mal ein wenig um. Wir brauchen ja immer noch das Kupfer von hier. Um die Lavalampe am Laufen zu halten. Die Lavalampe ist nicht so langfristig, aber sie muss bis dahin funktionieren. Das heißt, ich mache das mal so. Weg dir. Nimm das Kupfer hier weg und das Eisen auch. Und dann passt das. Gut. Dann habe ich den Platz hier in der Mitte nämlich frei für die Schmelzanlage. Das heißt, irgendwo rechts hiervon, hier, kommt später der Zug rein. Wie auch immer. Vielleicht ja von unten. Also kommt von unten hier rein, wird hier entladen, kommt hier auf dem Fließband. Das Fließband geht dann hier lang. Vorher irgendwo der Crusher. Keine Ahnung. Oh, und ich brauche noch sehr viel Licht, weil hier kann ich gar nichts sehen. So. Was hat mir gesagt? Immer 3 Abstand. 1, 2, 3. Blub. 1, 2, 3. Hier ist eh alles durcheinander. Das werde ich später irgendwann, wenn ich 10.000 Bauroboter habe, auch automatisieren. Das gesamte Ding hier einfach eine Blueprint davon machen und überall hinsetzen. Dann ist das auch wieder ordentlich. Aber das muss warten, bis alles gut läuft. Jetzt läuft es noch nicht so wirklich gut. Und sieht nicht gut aus. Und überhaupt. So. Also, ganz viel Schmelzöfen. Wie machen wir das? Also, es kommt das Erz, beziehungsweise die Flakes kommen an. Soll ja eigentlich alles in Flakes umgewuselt werden. Ich habe nur keinen Cruncher mehr, weil keine, ne? Elendfakte. Also, es kommt hier an, das Erz oder die Flakes. Wenn Erz ankommt, wird es hier jetzt geflaked. Also Erz zu Flake. Wenn Flake direkt kommt, kommt es auf ein anderes Fließband und geht nach hier weiter. Dann kommen Schmelzöfen. Einfach eine ganze Reihe Schmelzöfen. Da. Wie machen wir es am besten? Ich glaube, so war das Muster. Das wir vorher genutzt hatten. Und dann kommt hier ein Fließband. Da kommt das Zeug an. Und darüber ist ein neues Fließband, was dann die Platten wegtransportiert. Mit einem langen Ärmchen. Gibt es inzwischen schnelle lange Ärmchen? Gute Frage, keine Ahnung. Müssen wir schauen. Charakterlogistik Trash Slots. Die Gegenstände werden weggenommen von Logistikrobotern. Ich habe noch nicht so viele Logistikroboter. Logistikrobotgeschwindigkeit ist sehr wichtig. Hellblaue Tränke. Auch mal 7 Stück davon. Ich bräuchte 50. Nein, ich bräuchte noch viel mehr. Ja, nee, das muss warten. Erforsch,
schon mal. It can also be used to mine any kind of path. Hä? Also wenn ich das jetzt auf, also wenn ich Concrete auf das, was auch immer das andere war, lege, dann nehme ich das andere wieder ins Inventar zurück. Öff, öff, öff. Und es braucht Eisenerz. Okay. Nee, lass mal. 75 habe ich nicht. Mach Solar Panels. Go. So, und ich brauche ganz viele Helloi-Ärmchen, die ich jetzt nicht mehr habe, weil ich alles zu hellblauen Tränken gemacht habe. Aber ich ist doch doof. Haben wir hier nicht immer eine Kiste mit hellblauen Ärmchen? Ja. Georg von der Vergangenheit ist immer vorbereitet. Fast vielleicht. So. Du hast wieder kein Eisen, weil das Eisen hier alles weggemüffelt wird für Zahnräder. Und die Zahnräder kommen dahin und werden da verbraucht. Wow. Wir haben mehr grüne Tränke als rote. Das ist neu. Kommt aber wahrscheinlich wegen der Essensproduktion. Also wegen der Essensforschung. Die hätte ja nur rote Tränke verbraucht. Ja gut. So. Also rein. 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 Das Ganze könnten wir doppelseitig machen. Macht das großartig Sinn? Erstmal gucke ich mal, ob es gut aussieht. Dann kann ich mir über den Sinn Gedanken machen. Ja, es würde gut aussehen. Also machen wir es doppelseitig. Unten genauso wie oben. Das heißt, wir haben hier vorne irgendwo vorher einen Splitter. Wofür wir jetzt keinen Platz haben, weil ja noch Eisenerz da ist. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Dann läufst du hier lang und da lang. Das heißt, ich bräuchte nochmal testweise ein paar rote Ärmchen und Eisen. Schön, dass wir direkt an der Quelle liegen. Zip. Na, wirklich viel war die Quelle aber auch nicht. Gib, 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 gib her. Ist Strom inzwischen besser, ja. Nicht wirklich super toll, aber es ist besser. Super, rote Ärmchen. Genau, also es geht rein da und raus da. Wahrscheinlich später auf beiden Seiten rote Ärmchen, weil die roten Ärmchen, glaube ich, nur so schnell sind wie gelbe Ärmchen. Ich glaube schon. So. Wobei das ja später eh alles wieder verändert wird. Es kommt dann ja nicht in auf dem Fließband drauf, sondern es kommt später in Kisten, sobald wir genug Transportbots haben. Aber das ist, ne, bestimmt noch so, keine Ahnung, 30, 40 Folgen hin, bis wir mit Transportbots in dem Umfang anfangen können. Ich habe jetzt nicht ernsthaft ein Eisenproblem, oder? Das könnt ihr nicht bringen. So, machen wir es erstmal bis. Nee. Ich mache es jetzt nicht wie beim letzten Mal so, dass ich es erstmal nur so halb aufbaue und dann später weiter. Ich plane das jetzt schon so, wie es später aussehen könnte. Also bis hier ganz hinten hin. Das heißt, das Ding müsste mal weg. Ja, du musst hier weg. All das muss weg. So, weg, weg, weg. So. Ich hätte trotzdem ganz gerne hier den Drill, damit das Kupfer da schon mal wegkommt. Möglichst schnell. Das heißt, du kommst dahin. Grinder kommt dahin. Schmelzofen. So. Oh ja, das war auch keine gute Idee. Gesamte Fließband nicht. Oh, wir haben ja Zeit. Wir sind ja nicht unter Druck, weil die Feinde mutieren oder irgendwas in der Richtung. Ist alles gut. Da, 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 da. So. Du gehst bis hier und machst dann hier irgendwann erst den Knick. Sagen wir mal dahinter. Ist jetzt nicht ganz so groß, wie ich es gerne hätte, aber die Schmelzöfen sollten eigentlich für den Anfang reichen. Ruhig knicken. Wie machen wir jetzt? Machen wir jetzt oben Kupfer und Eisen oder alles in einen Ramsch und dann. Was bist du? Du bist ein Fisch. Er wollte einen Fisch gesprengt. Warum tut ihr sowas? Ihr seid komisch. Ja, also wenn ich jetzt sage, oben ist nur Eisen, unten ist nur Kupfer, dann haben wir irgendwann bei einem von den beiden Engpässe. Wenn wir alles mal mit allem machen, wie pflücken wir es dann auseinander? Mit intelligenten Ärmchen. Vielen intelligenten Ärmchen. Und das. Ja, doch, das geht. Okay, also dann brauche ich eine Kiste in der Mitte. Mache ich mal eine gelbe Kiste draus. Es gibt keine Mitte. Das ist richtig.
Ja. Gut, ich habe eine Idee, aber ich habe kein Stahl mehr. Okay, kurze Ressourcen ran. Eisen holen, Stahl holen, gucken, ob hier alles soweit nicht okay ist. Gut. Brauche unbedingt mehr Ruheports. So. Also Stromversorgung hier ist schon mal gut. Dich hätte ich. Woran mag. Haben wir das jetzt schon wieder? Achso, in den Rohren. Da. Und irgendeine Forschung ist fertig, die ich gerade weggeklickt habe. Solarpanels, genau. Portable Solarpanel. Personal Roboport. Basic Exoskeleton. Ja. Aber. Also es kostet nur 30 Alien-Artefakte. Das ist gut. Aber es schaltet halt nichts weiteres frei. Das hier ist High-End bei Hardcoreo. Ein Portable Fusion Reactor. Kein Portable Fusion Reactor MK7 oder so. Das heißt, wir werden wesentlich schneller in den High-End-Bereich kommen, als ich dachte.